Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, wieder aufzuwachen. Sie brauchen heute noch einiges an Sitzfleisch. Die Beratungen dieses Doppelhaushaltes fanden in bewegten Zeiten statt. Und der Zeit wegen schließe ich mich einfach allen Danksagungen an, die hier schon an alle daran Beteiligten ausgesprochen worden sind. Drei große Krisen und deren Folgen prägen aktuell unseren Alltag, unser politisches Handeln und sie prägen natürlich auch diesen Haushalt. Corona, Krieg und Klima. Wir treffen Vorsorge, um die Berlinerinnen und Berliner dabei zu unterstützen, die Folgen dieser Krisen zu bewältigen, insbesondere diejenigen, die es aus eigener Kraft kaum könnten. Und zugleich gilt es auch, weiter an den Dingen zu arbeiten, die sich die Koalition schon 2016 vorgenommen hat. Die wachsende Stadt sozial und ökologisch gestalten, Armut bekämpfen, Demokratie und Vielfalt stärken und fördern. Und trotz einer historisch schwierigen Situation halten wir auch an unseren Zielen fest, alle in Berlin Lebenden Teilhabe und gleiche Lebensbedingungen zu bieten. Dafür braucht es vor allem gute und leistungsfähige öffentliche Infrastrukturen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Daseinsvorsorge. Die Corona-Pandemie hat dabei Defizite und Schwachstellen offengelegt. Sie hat aber auch gezeigt, je besser die öffentlichen Strukturen aufgestellt sind, desto resilienter ist auch unsere Gesellschaft und desto besser lassen sich Krisen bewältigen. Das heißt, dass sich die Berliner Wirtschaft schneller wieder erholt hat und unsere Steuereinnahmen stärker angestiegen sind als erwartet, liegt nicht zuletzt daran, dass diese Koalition von Anfang an schnell und unbürokratisch geholfen und Existenzen gesichert hat. Nicht nur im ersten Lockdown, sondern auch in den 2 Jahren danach. Dass Berlin besser durch die Krise gekommen ist, liegt auch daran, dass wir von Beginn an und mit eigenen Mitteln immer wieder auch diejenigen unterstützt haben, die lange Zeit in den Hilfsprogrammen des Bundes überhaupt gar nicht berücksichtigt worden sind. Zum Beispiel tausende Kulturschaffende, die Solo-Selbstständigen, die Clubkultur und viele andere mehr. Diese Erfahrungen bilden sich auch im vorliegenden Haushalt ab. Wir sorgen auch weiterhin für Unterstützung. Zum Beispiel mit dem Neustartprogramm für Unternehmen. Oder indem wir die Gastronomie erneut die Gebühren für Schankvorgärten erlassen. Oder mit dem gerade laufenden Kultursommer, der es den Berlinerinnen und Berlinern ermöglicht, völlig kostenlos in allen Bezirken unterschiedlichste Kultur zu erleben und sich dabei neu in ihre Stadt zu verlieben. Und dieser Kultursommer hilft natürlich auch dem Tourismus und der Gastronomie. Ich kann allen, die gerade zuhören, nur empfehlen, verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Werfen Sie einen Blick in das Programm und suchen Sie sich etwas Spannendes aus, worauf Sie vielleicht sonst nicht gekommen wären. Da gibt es eine ganze Menge in dieser Stadt zu entdecken. Aber wir verbinden unsere Unterstützung auch mit der Forderung, dass alle, die sie in Anspruch nehmen, für gute Arbeit sorgen. Denn Corona war besonders für die Menschen existenzbedrohend, die von prekärer Arbeit lebten, für die es keine oder nur ungenügend soziale Sicherungssysteme gab. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um insbesondere diese Menschen zu entlasten und zu unterstützen. Wir brauchen aber ein Sozialsystem, in dem kein Mensch mehr Angst haben muss, in Armut abzurutschen. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie hier mehr tut. Wie wichtig ein starker Sozialstaat wäre, erleben wir doch jetzt gerade. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine droht nun eine Armutswelle auf uns zuzurollen, die es unbedingt zu brechen gilt. Wir hier in Berlin haben im Haushalt Vorsorge getroffen, um zumindest die größten Härten abzumildern. 380 Millionen stehen zur Verfügung, um dafür zu sorgen, dass niemand aus seiner Wohnung fliegt, weil die Energiekosten nicht mehr bezahlt werden können. Mit diesem Geld werden wir zugleich dafür sorgen, dass die soziale und kulturelle Infrastruktur in unserer Stadt nicht in die Brüche geht. Schulen und Kitas, Stadtteilzentren, Kultureinrichtungen, ja, auch Behörden und die öffentliche Verwaltung werden wir gegen steigende Energiekosten absichern. Und zwar, das ist uns auch wichtig, ohne dass wir im Gegenzug dazu wichtige Unterstützungsleistungen streichen und möglichst auch ohne, dass die Wasserbetriebe, die BVG, Theater und viele andere Einrichtungen deswegen ihre Preise erhöhen müssen. Und auch das ist eine Lehre aus der Corona-Zeit, in der wir schnell und unbürokratisch die Hilfslücken des Bundes geschlossen haben.
Und auch jetzt muss klar sein, wir erwarten vom Bund, dass er seine Verantwortung wahrnimmt und die besonders betroffenen Branchen und Privathaushalte massiv entlastet. Vor allem, da ja nun offensichtlich die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen worden ist. Und was bei Einsetzung der Preisklausel noch einmal einen massiven Anstieg bei den Preisen für die Energie bedeuten würde. Hier muss gleichzeitig Verantwortung für die Entlastung übernommen werden. Um die drohende Armutswelle zu brechen, werden wir unsere ohnehin bereits geplanten Maßnahmen gegen Armut weiter verstärken. Und mit der Erhöhung des Landesmindestlohns auf 13 Euro sind wir dabei bereits den ersten wichtigen großen Schritt gegangen. Aber das Ganze kommt in einem großen Paket. Mit der Ausweitung der Beitragsfreiheit für den Hort bis zur dritten Klasse werden wir Familien jetzt auch weiter entlasten können und insbesondere an dieser Stelle Alleinerziehende. Und wir lassen uns auch nicht von unserem ambitionierten Ziel abbringen, die Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden. Und dafür haben wir das Programm Housing First noch einmal zusätzlich mit 23 Millionen Euro verstärkt. Und weil Sie da so neugierig nachgefragt haben, Herr Wegner, wenn sich alle Beteiligten an die Vereinbarung des am Montag unterschriebenen Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen halten, dann werden wir bald jedes Jahr fast doppelt so viele Wohnungen für das geschützte Marktsegment, also für Wohnungen für Obdachlose, zur Verfügung haben. Wenn sich alle daran halten, wir werden das selbstverständlich begleiten. In der gemeinsamen Erklärung verpflichten sich die Beteiligten dazu, dass außerordentliche Kündigungen nur im Ausnahmefall erfolgen und nur, wenn die sozialen Wohnhilfen zuvor informiert und alles unternommen wurde, um den Verlust der Wohnung abzuwenden. Und gerade angesichts steigender Energiekosten verschafft uns das die Möglichkeit, rechtzeitig unterstützend einzugreifen. Ja, wir Linken fordern eigentlich, dass Zwangsräumungen grundsätzlich verboten werden. Aber wenn das, was hier als Selbstverpflichtung verhandelt worden ist, auf Bundesebene verpflichtet geregelt werden würde, dann wären wir schon einen großen und entscheidenden Schritt weiter. Denn es dürfte inzwischen eine Binse sein, dass die Vermeidung von Wohnungslosigkeit nicht nur sozial geboten ist, sondern ganz nebenbei auch kostengünstiger als neuen Wohnraum zu schaffen und zu suchen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns hier in Berlin mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, gegen die drohende Verarmung von breiten Bevölkerungsschichten stemmen. Aber wir müssen auch ehrlich sein und sagen, unsere Instrumente und Spielräume auf Landesebene sind begrenzt. Wenn wir diese Krise bewältigen wollen und den sozialen Zusammenhalt sichern wollen, dann muss von dieser Ampelregierung nicht nur mehr, sondern vor allem auch eine zielgenauere Unterstützung kommen. Und auch in dieser Krise gilt, sie trifft nicht alle Menschen gleich. Wer sich einen Porsche Cayenne leisten kann, kann dann auch zähneknirschend die über 2 Euro für den Benzin bezahlen. Wer eine Eigentumswohnung für 500.000 kaufen kann, bekommt die dann auch weiterhin geheizt auf über 20 Grad. Und wer Feinkost im Obergeschoss des KDW kauft, wird kaum merken, dass die Butter mittlerweile über 3 Euro kostet, während viele andere auf die Tafel angewiesen sind, um ihrer Familie etwas auf den Tisch stellen zu können. Und auch Menschen, die mit einem Gehalt von, sagen wir so, um die 2.000 Euro bisher ganz gut über die Runden gekommen sind, machen im Supermarkt jetzt den Einkaufswagen nicht mehr voll. Insbesondere Familien mit Kindern müssen inzwischen wegen der steigenden Preise auf vieles verzichten. Und stellen Sie sich jetzt erst mal vor, was das bedeutet für Geringverdienende oder Menschen, die Transferleistungen beziehen. Beim Energiekostenzuschuss hat die Bundesregierung ausgerechnet Rentnerinnen und Rentner und Studierende vergessen. Das ist völlig absurd. Um mal einen Einblick in die Realität von Hunderttausenden Betroffenen zu bekommen, empfehle ich Ihnen allen, Moment, eine kurze Empfehlung von mir, wenn Sie mal einen Realitätsabgleich wollen, empfehle ich Ihnen den Hashtag Ich bin armutsbetroffen in den sozialen Netzwerken, wo sich Betroffene Gehör verschaffen. Ich danke für das Engagement an dieser Stelle. Die Krokodilstränen von Herrn Wegner an dieser Stelle, die machen mich ehrlich gesagt ein bisschen wütend, wenn Sie sich hier beklagen über Kinderarmut und über die steigenden Mieten, die Sie doch den Mietendeckel weggeklagt haben und jede soziale Initiative auf Bundesebene in den letzten Jahren blockiert haben. Applaus
Und ich hoffe, es gibt langsam auch ein Umdenken, dass statt eines Tankrabatts, der wirklich nichts bewirkt und nur in die Kassen der großen Mineralölkonzerne fließt, brauchen wir eine Übergewinnsteuer, mit der diese Extraprofite abgeschöpft werden können. Bremen, Thüringen und Berlin haben die Initiative ergriffen. Es wird Zeit, meine Damen und Herren. Und statt eines 100-Milliarden-Programms für Aufrüstung brauchen wir ein 100-Milliarden-Sondervermögen für Energiesicherheit, Energiesouveränität und ökologische Transformation, um schnellstmöglich unabhängig zu werden von Importen fossiler Energieträger aus Russland oder aus Katar. Die massive Aufrüstung in die Verfassung festzuschreiben und gleichzeitig an der Schuldenbremse festzuhalten, was quasi notwendige Investitionen verbietet, das ist völliger Wahnsinn. Und es ist richtig, dass Berlin diesen Irrweg nicht mitträgt. Und statt einer läppischen Einmalzahlung brauchen wir Erhöhung der ALG-2-Sätze auf mindestens 600 Euro. Und statt nur einem 9-Euro-Ticket für 3 Monate brauchen wir dauerhaft niedrigere Fahrpreise im ÖPNV. Wir brauchen mehr Busse, mehr Züge, mehr Bahnstrecken. Der Bedarf ist da, das konnten wir ja nun eindrücklich sehen. Aber die meisten Menschen können sich die überhöhten Bahnpreise schlichtweg nicht leisten. Meine Damen und Herren, manche sagen ja, Putin führe nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die liberale Gesellschaft des Westens, die er mit allen Mitteln zu destabilisieren versucht. Ja, wenn das so ist, dann ist es doch umso wichtiger, den sozialen Frieden in diesem Land zu sichern. Niemand in diesem Land soll Angst haben müssen, im Winter zu frieren. Niemand soll sich darum Sorgen machen zu müssen, die Wohnung zu verlieren. Es gibt genug Reichtum in diesem Land, aber er muss anders verteilt werden. Solidarität mit der Ukraine heißt zwingend auch eine solidarische Verteilung der Lasten, die mit diesem Anspruch verbunden sind. Und Diskussionen, die jetzt geführt werden über eine Rente mit 70 oder eine 42-Stunden-Woche, fordern stattdessen grundsätzlich eine massive Enteignung der ohnehin am härtesten Betroffenen. Eine solche flächendeckende Verteilung von unten nach oben verbietet sich. Im Gegenteil, wir streiten weiter für Arbeitszeitverkürzungen, die angesichts steigender Produktivität und steigender gesundheitlicher Belastungen die einzig vernünftige Antwort sind. Und wenn der Finanzminister breite Bevölkerungsteile jetzt auf Zeiten der Knappheit und ihren sozialen Abstieg einschwört, dann grenzt das an Arbeitsverweigerung. Holen Sie sich das Geld von denen, die mit den Kriegsfolgen auch noch Profite machen, Herr Lindner. Denn im Gegensatz zur Aufrüstung ist der Sozialstaat eine der unveränderlichen Grundpfeiler unseres Grundgesetzes und muss in dieser Situation erhalten werden. Aber es stimmt natürlich, meine Damen und Herren, so hart wie es viele Menschen bei uns gerade trifft, die Menschen in der Ukraine trifft es natürlich als allererstes und am allerhärtesten. Sie verlieren Angehörige, sie verlieren ihr Heim, sie verlieren Gliedmaßen, sie werden aus ihrem normalen Leben herausgerissen. Zehntausende dieser Menschen sind seit Ende Februar auch in Berlin angekommen und geblieben. Die ersten Wochen waren eine riesige Herausforderung, die ohne die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner kaum zu bewältigen gewesen wäre. Ihnen allen will auch ich an dieser Stelle noch einmal herzlich Danke sagen. Aber anders als 2015 unter CDU-Sozialsenator Çağyar hat auch die Berliner Verwaltung dieses Mal ihre Bewährungsprobe bestanden. Und Sie haben sehr oft, Herr Wegner, das Wort Demut in Ihrer Rede verwendet. Daran möchte ich an dieser Stelle mal erinnern. Niemand musste in den Parks vor dem Lageso schlafen. Alle bekamen zumindest ein Bett und eine Erstversorgung und es mussten keine Sporthallen beschlagnahmt werden. Auch dafür möchte ich der Verwaltung und allen Beteiligten an dieser Stelle herzlich danken. Und ich bin froh, dass mit dem Inkraftsetzen der sogenannten Massenzustromsrichtlinie die Menschen vergleichsweise unkompliziert einen Aufenthaltsstatus und damit auch ein Recht auf Arbeit erhalten haben. Das zeigt, was geht, wenn es nur gewollt ist. Jetzt ist Zeit, dass auch Geflüchtete aus anderen Krisenregionen so unkompliziert bei uns aufgenommen werden. Und nun, nach mehr als 3 Monaten, müssen wir uns eingestehen, dass dieser Krieg so schnell nicht vorbei sein wird. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass viele der Menschen länger bei uns bleiben werden.
Deshalb brauchen wir jetzt Wohnraum für sie. Wir brauchen Kita und Schulplätze. Wir brauchen Möglichkeiten, unsere Sprache zu erlernen und vieles mehr. Und wir brauchen mehr Unterstützung für die Menschen, die selbst unterstützen. Kurz, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Die finanziellen Voraussetzungen dafür haben wir mit 650 Millionen im Jahr geschaffen. Und es ist mir besonders wichtig, dass diese Vorsorge vom gesamten Haushalt getragen wird, dass also dadurch keine Konkurrenz mit anderen sozialen Leistungen entsteht, auch wenn die AfD hier wieder versucht hat, die Armen gegen die Ärmsten aufzuhetzen. Das entspricht nicht der Wahrheit und dafür möchte ich an dieser Stelle auch meinen Koalitionspartnerinnen noch einmal Danke sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich schon eingangs sagte, je besser unsere öffentliche Infrastruktur aufgestellt ist, desto besser können wir Krisen bewältigen und desto besser können wir allen Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleisten. Deshalb setzen wir mit diesem Haushalt auch unseren 2017 eingeschlagenen Weg fort und investieren in genau diese Strukturen. Wir setzen die Schulbauoffensive fort und haben nochmals die Mittel für den Kita-Ausbau erhöht. Wir bauen aber nicht nur neue Gebäude, wir stärken auch die Lehrkräfteausbildung ab 2023 mit 17 Millionen Euro mehr im Jahr. Denn am Ende kann man nur dann genügend Lehrkräfte verbeamten, wenn man sie vorher auch fertig ausgebildet hat. Und besonders am Herzen lag uns auch die Erhöhung der Investitionsmittel für die Berliner Krankenhäuser. Das ist auch deshalb wichtig, damit unsere Krankenhäuser in der Lage sind, endlich den hart erstrittenen Entlastungstarifvertrag für die Pflegekräfte ohne Wenn und Aber auch umsetzen zu können. Denn es ist nicht nur im Interesse der tausenden Pflegerinnen und Pfleger, die in der Corona-Pandemie so viel über ihre Kräfte hinaus geleistet haben. Das sollte im Interesse von uns allen sein, die wir potenzielle Patientinnen oder Angehörige von solchen sind. Ein anderer Punkt, der uns als Linke besonders am Herzen liegt, ist der Bodenankaufsfonds, den wir mit 10 Millionen pro Jahr ausstatten. Allein, dass es diesen Fonds gibt, zeigt, was sich in dieser Stadt unter dieser Koalition gedreht hat. Wir haben den Ausverkauf von Grund und Boden nicht nur gestoppt. Nein, wir holen ihn uns auch Stück für Stück zurück. Und zwar nicht nur, um darauf Wohnungen zu bauen, selbstverständlich auch das, aber wir sichern auch Flächen für das Stadtgrün und für die notwendigen Infrastrukturen. So wie wir auch Kulturräume sichern und neue schaffen, damit diese nicht immer weiter aus der Stadt verdrängt werden. Denn auch sie gehören zu den Schätzen und der Infrastruktur dieser Stadt. Ein großer Teil der Investitionen geht in den weiteren ökologischen Umbau. Es gilt endlich die Verpflichtung, in die Tat umzusetzen und unser Potenzial an der Erzeugung von Solarenergie auch nutzbar zu machen. Ebenso stellen wir mehr Mittel für den Ausbau der Elektromobilität bereit. Allen voran den Ausbau der Straßenbahn. Denn die ist nicht nur von den Kosten, sondern auch von der Ökobilanz das günstigste E-Mobilitätssystem der Welt. Deshalb bleibt für uns der zügige Ausbau der Straßenbahn das Pflichtprogramm. Die Bezirke unterstützen wir bei der Sicherung der Grünflächen. Sie sind teilweise sehr stark übernutzt und sind erheblichem Stress durch den Klimawandel ausgesetzt. Ihnen wird aber in Zukunft eine umso größere Rolle für das Stadtklima und auch als soziale Räume zukommen. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch einmal zusammenfassen. Dieser Haushalt ist in sehr unsicheren Zeiten entstanden. Und sicherlich erfüllt er nicht jeden Wunsch. Aber er schafft Vorsorge für das Notwendige, damit wir in den kommenden Jahren, aber auch in den kommenden Generationen nicht von Krisen überwältigt werden und damit alle in Berlin frei von Existenzangst und Diskriminierung die Chancen dieser Stadt für sich persönlich nutzen können. Herzlichen Dank. Es folgt dann für die FDP.